Ja, Bernadette, dann nenn doch noch mal dein Anliegen. Ah, jetzt habe ich den blöden Zettel nicht mit. Kann ich das nachliefern dann? Nein, Sogar das ist gut, wenn du den Zettel nicht hast. Dein Unbewusstes hilft dir da. Denn ich denke, das, was dir so aus dem Kopf einfällt, das ist sowieso das Entscheidende. nein, ich meinte jetzt mein Diagramm, das habe ich jetzt nicht dabei. Also, Das, ja. ja, da müssen wir dann drauf verzichten. Okay. Ja, das Anliegen ist mit meinem Sohn. Der ist jetzt 7 geworden vorgestern. Und es geht jetzt eigentlich eh schon besser, aber wir hatten halt eine relativ lange Phase, wo wir, ich sage mal, sehr viel miteinander rumgeschrien haben. Ja. Und ich weiß, dass das halt, also ja, eben wie die Jenny auch schon gesagt hat, dass ich da sehr unfair manchmal werde und ich merke, er triggert dann irgendwie so eine Wut oder so eine, also es fühlt sich für mich so, ich fühle mich so unvollkommen, ja, Ja. dass ich das nicht, und ich kann das dann nicht stoppen. Ich merke, das kommt dann irgendwo her und das explodiert total. Also wie gesagt, es ist schon besser geworden jetzt auch durch die Aufstellungen. Aber ich denke, Aber das ich ist ja merke, ein ganz häufiges Thema auch für Mütter und auch für Väter. Wir schauen uns einfach mal an, inwieweit man durch eine Beziehungsklärung da eine Entspannung erreichen kann. genau, also ich Beziehungsklärung, das ist im Grunde das, was wir auch früher so unter Strukturtraining verstanden haben, dass wir einfach schauen, du stellst es auf und dann sehen wir, ob du deine Grenze gut schützen kannst, ob du seine Grenze wahrnehmen und respektieren kannst und dann, damit ist schon ganz vieles geklärt und manchmal tauchen noch andere Dinge auf. Und darauf beschränken wir uns jetzt mal. okay. Ja, Bernadette, dann brauchen wir erstmal für Bernadette drei Klötzchen, Rot, Gelb und Grün. Rot ist wieder die Bernadette von heute, die eben noch gewisse Probleme hat mit dem Sohn. Gelb wäre das wahre, souveräne Selbst. Das ist die Bernadette, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, unabhängig davon, was die anderen denken, unabhängig von Leistung, auch unabhängig davon, ob es jetzt mal gerade mit dem Sohn gut geht oder nicht so gut geht. Davon hängt dein Selbstwertgefühl, das Selbstwertgefühl von deinem wahren Selbst überhaupt nicht ab. Und grün ist dieses kindliche, vitale Selbst, das ist die Bernadette, die ihre Gefühle, Bedürfnisse, auch ihre Wut gerne äußern möchte. Und dann kommt ja noch ins Spiel eben ein Sohn. Ein Sohn. Ein blaues Klötzchen für den Sohn. Und es ist der, du hast mehrere Kinder? Ja, die Flora ist kleiner, die ist jetzt 4 und vielleicht demnächst ein drittes. Also, und Sohn, wie heißt dein Sohn? Noah. Noah. Der ist der Älteste. Der ist der Älteste, ja. Erstgeboren. Ja, dann, Also mein Ältester, ja, der Max hat ja auch noch eine Tochter. es geht hier um dich und Ja. deinen ersten Sohn, das ist der Noah. Und jetzt stell mal diese Elemente von Bernadette, stellst du mal auf in Bezug auf den Noah. So wie sich das anfühlt, dass diese Elemente mehr oder weniger nahe sind bei ihm. Und okay, also dann machst du eine wegwerfende Bewegung. Als wärst, könntest du auf dein wahres Selbst verzichten. Das ist natürlich schön, dass du so ehrlich bist, ja, in so einer Gruppe, wo es um systemische Selbstintegration geht, dass du da dich selbst einfach so cool auf die Seite stellst. Also, merke, dass du ganz ehrlich bist und offen. Und jetzt leg mal einen Finger auf das rote Klötzchen von Bernadette und schau mal, wie geht es der Bernadette in dieser Konstellation. Ja, ich merke schon richtig, dass so eine Verzweiflung hochkommt, ja, weil mir das da irgendwie nicht recht ist, ja. Das, ja. Bernadette, nun, wir kommen immer mehr zur Überzeugung, dass das, was man mit den Klötzchen aufstellt, das spiegelt irgendwo eine innere Ebene wider, so wie das in deinem Unbewussten gespeichert ist. Diese einzelnen Elemente, wie nah oder fern die da innerlich gespeichert sind, wie stark oder weniger stark da die Verbindung ist. Und jetzt, das ist einem bisher gar nicht so bewusst und das generiert hat ein Programm, was dann das eigene Selbstbild bestimmt, das eigene Erleben und das eigene Verhalten.
Und mit dieser Klötzchenmethode kann man jetzt sichtbar machen, wie das gespeichert ist. Und dann hast du auch die Möglichkeit, da was dran zu ändern. Wenn du dir das jetzt anschaust, hast du da einen Impuls, etwas daran zu ändern? Naja, der Impuls wäre, dieses unbekannte Teil in dem Fall mal herzuholen und den Noah. Also ich würde dir einen ganz simplen Rat geben, du könntest einfach den Noah gegen dein Selbst austauschen. Verdammt, ja, okay. Ja, das ist, manchmal ist es erstaunlich einfach und könnte schon die Lösung sein. Und dann wäre es noch gut, wenn du ein Symbol für eine Grenze aufstellst und so, dass dem der Noah nicht in deinen Raum gehört, sondern dass er, dann lass ihn ruhig da drüben stehen. Das war doch ganz gut. Und legt Ja. ihn da dann dazwischen. Ja? So. Okay. Und jetzt kannst du einfach nochmal testen, legst nochmal einen Finger auf das rote Klötzchen, auf die Bernadette von heute. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn dein Selbst an deiner Seite ist und der Noah bei aller Liebe nicht in deinem Raum ist, sondern abgegrenzt ist durch eine Kante? Es fühlt sich runder an. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich ihn da ein bisschen ins Abseits gestellt habe. Ja, da kriegt eine Ja, Mutter ein schlechtes Gewissen. natürlich. Ja. Also eine Mutter fühlt sich wohl, wenn der Sohn als Introjekt in ihrem Raum ist, wenn es ihr das wichtiger Na, auch nicht. ist als Auch nicht. das selbst. Ja. So, das ist so sehr üblich und verbreitet. Nimmst die Klötzchen mal ein bisschen mehr zu dir, damit wir die im Augenblick behalten können. Ja. Aber du merkst schon, also da gibt es das Gefühl einer Mutter ist dann geht dann ganz anders und jetzt gibt es ja auch noch einen Verstand. Was würde dein Verstand dazu sagen? Es passt schon so. Der Verstand sagt schon okay. Es fühlt sich da ein bisschen einsam an da drüben, aber Also mit der, dein ist schon Sohn nicht so okay. allein ist, könntest du ihm ja noch ein Selbst spendieren. Der hat natürlich Ja, auch ein das. Selbst. Spendiere ihm doch mal ein Selbst und stell, ob er jetzt damit verbunden ist oder nicht. Hast du was in der gleichen Größe wie er, sonst wirkt es so übermächtig. Also der hat natürlich, wir nehmen ja an, dass er genauso ein Selbst hat wie jeder andere auch. Und das ist. Und jetzt schau noch mal, wie fühlt sich das jetzt an, wenn du einen Finger legst auf dein, das, auf die Bernadette Das von ist heute? auf jeden Fall besser, ja. Besser, Also, besser. ja. Und jetzt schauen wir mal. Als Mutter hat man manchmal das Gefühl, man kann sich gut in so ein Kind hineinversetzen. Man kann weiß genau, was es, wie es ihm geht oder man möchte. Man kann sich vorstellen, wie es ihm geht und man kann sich vorstellen, wie es, was ihm gut tun würde. Und kennst du sowas von dir, dass du dich, Ja. ja, du lachst so, als wärst du da ertappt. Also dann können wir einfach mal testen. Stell mal das rote Klötzchen auf den Platz von deinem Noah. Der Noah macht dann gerne mal Platz für die Mama, damit die Mama sozusagen mal schauen kann, wie ist es, wenn sie sozusagen in der Kajüte von Noah ist, sozusagen da auf seinem Boot. Wie fühlt sich das an, wenn du da der Kapitänskajüte von Noah bist? Ja, sehr vertraut leider und auch sehr sicher. Ja, dann, ich habe das Also, Gefühl, dann habe ich alles im Griff hier, ja. dann hast du alles im Griff und dann kann der Noah ja eigentlich glücklich sein, dass seine Mama alles im Griff hat. Und Genau. merkwürdigerweise ist der Kerl vielleicht gar nicht glücklich, sondern revoltiert dagegen und das ist natürlich lästig. Und wie soll man nur einem Kind das endlich mal beibringen, dass es sich freut, wenn die Mama sich so um ihn kümmert? Also ich werde jetzt ein bisschen ironisch, das merkst du ja. Darf ich das Ja. sein oder? Ja, schon, okay. Manchmal, wenn man das mit Humor nimmt, dann wird es ein bisschen leicht. Also, es fühlt sich sehr liebevoll an, sehr fürsorglich, aber natürlich hat es auch was mit Macht und Kontrolle zu tun. Und es könnte sein, dass der Noah dadurch ein bisschen gehindert wird, selber Kapitän auf seinem Schiff zu werden. Der ist ja noch 7 Jahre ist alt, ja? Sieh mir. Also schon ein 7-Jähriger, der möchte auch unbedingt schon bestimmen in seinem eigenen Bereich. Ist auch gesund, wenn er das lernen kann. Und wenn eine Mama aber diesen Platz besetzt und sagt, ich kenne mich da besser aus als du, dann ist es für ein Kind gar nicht so einfach, da hineinzuwachsen in diese Rolle, dass er selber irgendwann mal später Kapitän wird auf dem eigenen Schiff.
Und für dich ist es insofern schwierig, weil du dadurch natürlich nicht verbunden bist mit deinem wahren Selbst und auch nicht mit deinem kindlichen Selbst. Und dann kann es sein, dass dein eigenes Boot in Seenot gerät, weil die Kapitane einfach auf dem falschen Dampfer ist. Ja, schaut auch schon ein bisschen wackeliger aus da Das drüben. schaut so ein bisschen wackelig aus da drüben, ja. Und was, wenn du das hier jetzt so auf dich wirken lässt, wo gehörst du hin? So, mal wieder zurück. Ja. Und dann könnte der klärende Satz sein, zu Noah, das ist dein Platz und dein Schicksal. Nur, das ist dein Platz und dein Schicksal. Du bist du und ich bin ich. Du bist du und ich bin ich. Du lebst immer mehr dein eigenes Leben. Du lebst immer mehr dein eigenes Leben. Und das respektiere ich. Und das respektiere ich. Und ich lebe mein Leben. Und ich lebe mein Leben. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Wie geht's da der Bernadette, wenn du das sagst? Ja, eigentlich sind die Sätze ganz logisch. Das ist ja das Erschreckende, das ist ja das Gemeine, es ist ja so logisch, ja? Ja. Und dann merkt man halt, dass das eigene Gefühl manchmal nicht so logisch ist. Ja. Ja. Aber es hat deine Entscheidung, ob du dich nach deinem Gefühl orientierst, was möglicherweise verwirrt ist, oder nach deinem Verstand. Und solange du dich nach deinem verwirrten Gefühl orientierst, kommst du halt selber aus dieser Verwirrung gar nicht heraus. Und wenn du dich nach dem Verstand orientierst, hast du die Chance, heute aus dieser Verwirrung herauszukommen. Das könnte ja für dich und für den Noah sehr befreiend sein. Jetzt manchmal eine sensible Mutter, die denkt manchmal, der Noah, der ist gar nicht ganz bei sich. Und vielleicht kann ich ihm ja helfen, dass er mehr bei sich ist. Wobei das dann natürlich oft so ist, dass das dann halt, heißt, so zu sein, wie eine Mutter denkt, dass der Noah eigentlich sein sollte. Also. Aber nur gut, und da stelle ich mal das rote Klötzchen zwischen Noah und sein eigenes Selbst. So, also würdest du versuchen, dem Noah das nahezubringen, was eigentlich sein eigenes Selbst ist. Schau mal, ob dir das irgendwie vertraut ist. Das ist mir leider auch sehr vertraut. Ja. Ja. Also es kann sein, dass sich das sogar sehr edel anfühlt. Also man stellt alle eigenen Bedürfnisse zurück. Man ist mit tausend Antennen bei diesem wunderbaren kleinen Noah. Und versucht herauszufinden, was sind seine Bedürfnisse, was braucht er, damit er wirklich glücklich ist, jetzt und in Zukunft. Und, aber ich muss dich aufklären, du bist da nicht zuständig und daher kannst du da gar nichts bewirken. Und du verlierst da sehr viel Energie und bist nicht, zahlst einen hohen Preis, weil du nicht mit deinem eigenen Selbst verbunden bist. Und deswegen nenne ich das die absolute Loser-Position. Also das ist sozusagen auch, hat so pädagogischen Sinn, wenn ich das die absolute Loser-Position nenne, gerade weil es eine Position ist, die bei den meisten Müttern ungeheuer beliebt ist. Und viele Mütter fühlen sich dann erst als gute Mutter. Und wenn eine andere Mutter in der Nachbarschaft nicht so mit ihrem Kind umgeht, dann denkt sie vielleicht, das ist eine Rabenmutter und ich bin noch viel besser als diese Rabenmutter. Und es ist leider sehr verbreitet, dieses Missverständnis und diese Verwirrung. Darum nenne ich das dann die absolute Loser-Position. Und du kannst dich wieder entscheiden, wo du eigentlich Naja, geh mal wieder darüber. hingehörst. Und auch da gibt es dann einen klärenden Satz. Du könntest zu dem Noah sagen: Noah, du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Nur du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Und du wirst immer mehr Verbindung mit ihm bekommen. Und du wirst immer mehr Verbindung mit ihm bekommen. Wenn ich mich nicht mehr so viel einmische. Wenn ich mich nicht so viel einmische. Ist das Ja. für dich? Ja. Also ich habe es ja schon aufgegeben, mich bei anderen einzumischen, aber bei meinen Kindern tut es mir da echt schwer. Natürlich, die gehören ja dir, das ist ja ganz klar, da darf ja niemand, da bist ja nur du zuständig, ja, ist ja klar. Jede Ja, Mutter genau. denkt so.
Aber du könntest ja mal versuchen, wie ist es jetzt, wenn du einen Finger legst auf den Noah? Wie würde es dem Noah gehen, wenn er das von diesem Satz von dir hört, dass er sein eigenes Selbst hat und dass er immer mehr Verbindung damit bekommt? Ja gut, ich habe prinzipiell den Eindruck, dass er froh ist, wenn ich da seinen Raum verlasse. Also. Ja, das kannst du schon wahrnehmen. Also er ist dir da nicht böse. Er fühlt sich Nein. emotional vernachlässigt von dir. Nein, gar nicht. Gar nicht. Das. Nein, nein. Gut, Der. also der würde nicht sagen, du Rabenmutter oder sowas. Nein, der. Gut. Gut. Der schließt schon gern seine Zimmertür auch. Also es ist ja. Ah ja, also das ist interessant. Er schließt gerne seine Zimmertür zu. Ja. Also diese Abgrenzung, ganz betonte Abgrenzung zeigt natürlich, das ist im Grunde was ganz Gesundes. Und in dem Fall, wenn das gegenüber der eigenen Mutter macht, zeigt es, dass du möglicherweise diese Grenze nicht genug respektierst, dass er dir das dann zeigen muss. Und das ist natürlich Ja. immer ein Konfliktthema. Weil eine Mutter, die fühlt sich dann gekränkt und denkt dann, dass ihre Liebe gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt wird und ihre Fürsorge, und dann wird sie sauer und wird sie böse, und dann wird der kleine Noah vielleicht beschimpft, und dann lässt sich der Noah das vielleicht nicht gefallen, sondern sagt dann auch irgendwelche Schimpfworte, und dann ist schon der schönste Streit wieder vom Zaun. Ja. Ja. Also jetzt haben wir sozusagen getestet, ob du dich in seinem Raum irgendwie zuständig fühlst, ob du seine Grenzen respektieren kannst oder nicht. Und wie wir gesehen haben, neigst du dazu, da in seinem Raum sich zuständig zu fühlen, so als könntest du seine Grenzen gar nicht so eindeutig wahrnehmen und respektieren. Und das haben wir aber jetzt irgendwie geklärt, und jetzt hast du da ein neues Bild, und das könnte schon etwas bewirken bei dir. Jetzt testen wir umgekehrt, ob du vielleicht den Noah in deinen Raum genommen hast, zwischen dich und dein Selbst. Und da stand er ja schon am Anfang, in deinem Raum eigentlich, zwischen dir und deinem Selbst. Und schau mal, wie fühlt sich das an, wenn der Noah jetzt so in deinem Raum ist, wenn der näher steht als dein eigenes Selbst. Also, es ist irgendwie vertraut, aber es stört mich, es stört mich. Also, Bernadette, das macht ein ganz ambivalente Gefühle. Ja. Auf der einen Seite kann es ein Gefühl machen von Nähe, von Harmonie und dann auch so körperliche Nähe. Das ist manchmal, manche Mütter, die mögen es ganz gerne, so diese, auch diese körperliche Nähe. Gleichzeitig ist es aber so, dass dadurch natürlich deine Verbindung mit deinem eigenen wahren Selbst beeinträchtigt ist. Das steht ja dazwischen. Da wird der Ja. Noah zum Trojaner und stört sozusagen dein eigenes Programm. Und das kann eine ganz massive Ablehnungsreaktion auslösen. Und da bist du selber sozusagen in dir ambivalent und schickst dann auch dem Noah so ambivalente Botschaften. Jetzt schauen wir mal, es könnte noch, hast du mit dem Noah selber irgendwie eine schmerzhafte Erfahrung erlebt? Gab es bei der Geburt irgendein Problem? Ja, die Geburt war sehr stressig, sehr, war nicht schön. Das wäre sozusagen dein Trauma bei der Geburt von Noah. Da brauchen wir einen roten Würfel. Stell es mal zwischen dich und den Kleinen, den Noah. Und hat jetzt der Noah aus deiner Sicht auch Probleme? Oder hatte er irgendwie ein schweres, ist irgendwas Schlimmes, Schweres passiert in seiner bei Schwangerschaft, Geburt und Kindheit? Naja, die Geburt war für ihn sicher auch nicht einfach, er ist ganz blau rausgekommen, ist gleich Ja, um in. Gottes Willen, das ist ja gleich vitale Bedrohung. Da braucht er einen blauen Würfel. Wenn er blau angelaufen ist, bekommt er einen blauen Würfel. Und den legen wir zwischen Rot und roten Würfel und den Noah. Und dann schau mal, leg mal einen Finger auf das rote Klötzchen von der Bernadette. Und ist dir das vertraut, dass in deinem Raum auch deine Belastung durch dieses Trauma und seine Belastungen durch diese Geburt, dass die so in deinem Zuständigkeitsbereich liegen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das macht das Ganze natürlich unnötig schwer, aber es ist halt häufig so, dass man auch dadurch eine Verbindung hat zu dem eigenen Kind, durch diese eigenen Verletzungen, die man erlebt hat, aber auch dadurch, dass er durch diese Geburt möglicherweise
auch Verletzungen erlebt hat. Und für eine Mutter ist es dann immer ganz schlimm und sie fühlt sich dann leicht schuldig oder verantwortlich und das macht dann die Beziehung unnötig schwer. Und wie geht's dir denn jetzt, wenn in deinem Raum der Noah ist und diese beiden Würfel, der rote und der blaue Würfel? Also ja, schwer irgendwie. Es zahlt mich total runter. Das Ja, ist natürlich. nicht angenehm. Und das ist aber vertraut, oder? Ja, vertraut ist es schon, ja. Und jetzt könnten wir mal schauen, welche Bewältigungsstrategien du da angewendet hast. Jetzt nehmen wir mal dieses grüne Plätzchen, diese vitale Bernadette, die legst du mal vor deinen eigenen roten Würfel. Wir beziehen also jetzt dieses Trauma, Trauma mit ein. Und jetzt kannst du mal auf diese vitale Bernadette den roten Würfel drauflegen. Und dann legst du auch noch den blauen Würfel drauf. Das ist ja so die Tatsache, dass der Noah da durch die Geburt hat auch da Schaden erlitten ist, dass er ganz blau war und es war vielleicht auch lebensbedrohlich. Und schau mal, wenn du dir das so anschaust, kommt dir das irgendwie vertraut vor. Ja, das kommt mir sehr vertraut vor. Ja. Das ist also deine Vitalität, deine Fähigkeit, deine Gefühle, Bedürfnisse zu äußern, dass die irgendwie beeinträchtigt wird durch diese beiden Themen, durch die eigenen Traumata, die du bei dieser Geburt erlebt hast, aber auch durch das, was die Traumata, die der Noah da erlebt hatte. Und dann stell mal, und es kann sogar sein, dass du deine eigene Vitalität unterdrückst, um was eigentlich? Ja, um irgendwie mit dieser Situation besser klarzukommen. Und dann stellen wir die Bernadette von heute oben drauf. Die stellt sich dann sozusagen auf eine Höhe und schauen wir, ob dir das irgendwie was sagt. Ja, Gott sei Dank nicht mehr so viel, aber diese Vogelperspektive ist schon bekannt, ja. Also das hat so was mit Kontrolle zu tun, damit, dass man sich so übertrieben verantwortlich fühlt für alles. Es ist immer eine Selbstüberforderung und auf der einen Seite gibt es einem manchmal so ein Gefühl, dass man dadurch besonders wichtig wird für den anderen, unentbehrlich. Zugleich ist es aber auch so, dass man das eigentlich gar nicht ganz einlösen kann und dann ist es ein Grund, um sich selber schlecht zu fühlen oder um sich unzureichend zu fühlen, sich selber abzuwerten. Das macht so ein brüchiges Selbstwertgefühl. Das nennen wir so dieses magisch-grandiose Überlebenshemd. Ja. Und das ist das, was du möglicherweise entwickelt hast damals, zusammen mit der Geburt von dem Noah. Und wenn du das jetzt so siehst, glaubst du, dass das auch heute noch für deine Beziehung zu Noah irgendwie wichtig ist und dieses Programm? Nein, es wirkt sehr ungesund. Aber das ist, sagen wir mal, dass es noch wirkt, Ja, es wirkt auf jeden Fall noch. ohne dass du das eigentlich möchtest. Ja. Und das ist eben eine Situation, die wir ganz häufig haben, dass da irgendwann so ein Trauma gespeichert wurde, auf eine Art und Weise, die wir selber gar nicht bewusst haben, die wir auch gar nicht kontrollieren oder verändern können. Und dadurch wird dann unser Selbstbild, unser Erleben und unser Verhalten bestimmt, ohne dass wir das so leicht ändern können. Man macht dann lange Therapien, man bastelt da herum, man trainiert da so ein bisschen. Aber es ist irgendwie, es wird nicht einfacher, es ist letztlich immer noch nicht ganz gelöst. Und dadurch, dass wir jetzt mit dem Klötzchen das bewusst machen können, kannst du erkennen, dass da ja viele Elemente beteiligt sind bei diesem ganzen Programm, die mit dir heute gar nichts mehr zu tun haben und die auch mit deinem wahren Selbst überhaupt nicht vereinbar sind. Ja. Und die könntest, dann könntest du eigentlich dieses Programm löschen. Ja, das wäre mal eine gute Idee. Ja. Und davor musst du aber noch das herauslösen, was du ja heute noch brauchst. Das ist einmal diese Bernadette von heute. Die holst du mal runter aus ihrer schwindelnden Höhe, stellst sie mal neben ihr wahres Selbst, da wo sie hingehört. Und für dieses magisch-grandiose Überlebensselbst, wie wir es nennen, brauchen wir jetzt ein schlankes, hohes Rotstützen. Da gibt es mal dieses überlange. Ja, super. Ja, das ist so richtig magisch-grandios. Das passt da oben drauf. Und dann liegt da immer noch diese vitale, kleine, kindliche Bernadette liegt immer noch platt unter diesem Ja. Blümmer. Die müssten wir jetzt auch befreien, indem wir sie ersetzen durch einen grünen Würfel.
Grünwürfel, das war diese Tendenz zur Selbstverleugnung. Damals war das irgendwie möglicherweise eine Lösung. Aber Moment, du stellst jetzt die Kleine schon hoch. Lass sie erst nochmal liegen. Nur ein bisschen, wir gehen da ein bisschen ganz behutsam vor. Jetzt Okay. hast du sozusagen selber diese vitale Bernadette befreit, weil diese Themen von damals, also dass du Probleme hast mit der Geburt, dass er blau angelaufen ist, das ist ja, spielt ja heute gar keine Rolle mehr. Und jetzt leg mal einen Finger auf diese vitale kleine Bernadette. Wie geht's der, wenn du sie auf diese Art und Weise befreit hast von diesen Themen, die ja heute gar keine Rolle mehr spielen? Ja, die will da weg. Also Die will da weg. ich, ja, die Na will da super. weg. Also, das ist ja sehr schön, wenn die so vital ist, dass sie da gleich weg möchte. Dass, wenn die selber erkennt, das gehört sie gar nicht mehr hin. Zur Sicherheit könntest du nochmal sie aufklären, kann sagen, das Schmerzliche von damals ist lange vorbei. Schmerzliche von damals ist lange vorbei. Ihr beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du bist ja gar nicht zuständig. Und du bist da gar nicht Du zuständig. bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Du gehörst ins Hier und Jetzt. Du gehörst ins Hier und Jetzt. Ich brauche dich heute für mein Leben. Und ich brauche dich heute für mein Leben. Wie geht es denn der kleinen, vitalen Bernadette, wenn sie das von dir hört? Ja, sehr gut. Und sie kann von sich aus aufstehen und rübergehen oder würde sie gerne abgeholt? Nein, nein, nee. Freut sich, wenn sie da mal weg kann. Super, ja. Also wenn sie so dazu in der Lage ist, dann ist es ja sehr gut. Wir wissen ja, dass manchmal so ein kindliches Selbst dann noch gar nicht in der Lage ist. Es ist immer noch benommen, ist noch wie in Trance, wie im Schock. Und dann ist es hilfreich, wenn es abgeholt wird durch Rot und Gelb, aber das braucht man in dem Fall gar nicht. So. Na, die ist Und schon weg. das, was wir jetzt, was jetzt da noch vor dir steht, du kannst mal deine eigenen Selbstanteile mal ganz weit nach rechts schieben. Und das, was jetzt da vor dir aufgebaut ist, das ist dieses Trauma-Konglomerat, nachdem du anscheinend dich bis heute noch orientierst, was so dieses Programm generiert hat, was wir heute, bis heute dein Selbstbild, dein Verhalten, dein Erleben bestimmt. Das kannst du vorläufig schon mal aus dem Sichtfeld herausstellen, einfach hinter den PC schieben. Auch das wahre Selbst von dem Noah gehört auch nicht da rein. Ich schiebe das alles da hinten hin. Sichtblende davor. Grenze kommt weg. So. Und dann leg mal einen Finger auf die, die Klötzchen können mal vor dich. Leg mal einen Finger auf die rote Bernadette. Wie geht's der Bernadette? Wenn jetzt diese Elemente nicht mehr in deinem Raum sind, die A nicht in die Gegenwart gehören, B ja mit deinem Wesen gar nicht vereinbar sind. Sehr gut. Sehr gut. Ja, eigentlich sehr gut. Du vermisst Vorbereitet nichts. gut. Nein, ich vermisse nichts. Sehr Nein, gut. nicht einmal Lenore. Also manche Nein. vermissen dann etwas, weil bisher haben sie sich natürlich ganz danach orientiert und dann fehlt ihnen jetzt diese Orientierung und dann fühlen sie sich manchmal ein bisschen unsicher. Aber das dann erkläre ich immer, dass diese vorübergehende Verunsicherung, die gehört einfach zum Programm dazu. Bevor man das neue Programm dann entwickelt hat, kommt es so eine Phase der Verunsicherung, das ist unvermeidbar. So. Und dann geht es ja um dieses, die Verbindung mit diesem wahren Selbst. Das stand ja ein bisschen abgeschlagen in der Ecke. Stell mal das wahre Selbst, das gelbe Klötzchen, so dem roten gegenüber. Das ist mal so entspannt, auf das ein wahres Selbst schauen kann. Das ist eine Bernadette, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, so wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine Bernadette gibt? Ja, doch. Du zögerst so ein bisschen, ja, also es ist ja noch neu. Ja. Und wäre denn diese Bernadette in deiner Familie so wahrgenommen und wertgeschätzt gewesen oder wurde da eher erwartet, dass du dich anpasst und unterordnest? Nein, die war definitiv nicht wertgeschätzt. Ja, dann könntest du da nochmal die Brille deiner Familie ablegen. Denn meistens passt man sich ja an die Sichtweise der eigenen Familie. Und dann schaust du mal mit deinen eigenen Augen auf dieses wahre Selbst. Gibt es an dieser Bernadette etwas auszusetzen? Nein. Dann könnte ich stellvertretend für dieses wahre Selbst von Bernadette zu dir sagen: Hallo, ich bin dein Selbst. Da gab es diese Geburt von Noah. Es gab schon früher Probleme mit deiner Familie. Ist alles vorbei, hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Kommt es an bei dir, wenn du das hörst? Ja, also es
Es kommt an, ja. Ja. Nun kannst du dir ja deinem selbst erklären, warum du bisher von dir aus noch nicht so mehr Verbindung hattest. Das hängt möglicherweise jetzt mit diesem Thema Noah zusammen. Das alte Thema mit deiner Familie lassen wir mal draußen. Möglicherweise war ich noch so beschäftigt mit Noahs Themen, mit meinen und Noahs Themen, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Möglicherweise war ich noch so beschäftigt mit meinen und Noahs Themen, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat es gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Und das hast du auch nicht verdient. Wie geht's dir, wenn du das sagst zu deinem wahren Selbst? Ja, ich merke, das füllt so ein bisschen eine Traurigkeit. Also es, Ja, das ist ja. richtig. Das ist so ein Bedauern, dass man möglicherweise was versäumt hat. Ja. Jetzt haben wir ja gesehen, dass du selber eine Tendenz hast, deine eigene Vitalität zu unterdrücken, zu verleugnen. Auch das könntest du deinem selbst mitteilen. Anscheinend habe ich selber eine Tendenz, dich zu verleugnen und zu unterdrücken. Anscheinend habe ich selber eine Tendenz, dich zu verleugnen und zu unterdrücken. Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Hast du nicht verdient. Und das hast du nicht verdient. Wie geht's dir, wenn du das sagst? Ja, es ist schön, das mal zu sagen. Ja, es kann natürlich auch so ein bisschen ein schlechtes Gefühl machen, ein schlechtes Gewissen machen. Was Ja, es dann ist Traurigkeit, einfach so auch ein Traurigkeit, bisschen die mir kommt. traurig, ja. Aber hast du irgendwie Sorge, dass dein wahres Selbst dir deswegen böse ist? Zur Sicherheit kannst du einen Finger legen auf das wahre Selbst, ob das dir böse ist. Ja, und das ist erstaunlicherweise ganz regelmäßig so, dass das wahre Selbst in so einer Situation überhaupt nicht böse ist. Habe ich noch nie erlebt. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Bernadette, dann bei diesem wahren Selbst. Darüber hinaus ist diese bedingungslose Liebe gratis. Das heißt, du musst wirklich nichts dafür leisten. Du musst noch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Kannst du dir sowas überhaupt vorstellen, dass es für Bernadette so etwas gibt? Wer? Ja. Wer? Also, du könntest es gleich spüren. Die einzige Voraussetzung ist, dass du nochmal symbolisch die Achtung nachholst für dein wahres Selbst, indem das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Und gleichzeitig stellst du dir vor, dass du dich innerlich verneigst, drei Atemzüge lang vor deinem eigenen wahren Selbst. Und spür mal in dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn du dich verneigst vor deinem eigenen wahren Selbst. Ja, es fühlt sich sehr gut an, bisschen was nachzuholen. Mein Bild ist, dass jetzt bekommt etwas Achtung und Beachtung, was es auch verdient, nämlich dein gesunder Wesenskern. Es kann sein, dass du bisher eine unangemessene Beachtung deinem Trauma und dem Trauma von Noah gegeben hast, sodass dein eigenes Selbst dabei zu kurz kam. Und das kommt jetzt in Ordnung. Das macht dich ein bisschen traurig. Ja, es ist einfach schwer zu erklären und es ist wie wenn man sich selbst eigentlich immer weggeworfen hätte. Genauso ist es. Genauso ist es. Und es ist ja ein Thema, was du kennst. Es taucht ja im Grunde in jeder Beziehung taucht es auf. Immer dann, wenn du anderen mehr Beachtung gibst als dir selber, ein Partner, ein Kind, ein Beruf, was auch immer, dann kommt es zum Tragen und das hängt halt mit diesem, wahrscheinlich mit diesen früheren Traumata zusammen aus deiner Kindheit, die wir ja schon auch angeschaut haben. Aber jetzt geht es hier um diese Beziehung zum Noah und jetzt könntest du mal schauen, wie es ist, wenn du Probe verschmilzt mit deinem eigenen wahren Selbst, statt mit dem Thema von Noah dich zu identifizieren. Könntest du zur Abwechslung Probe verschmilzen mit der Bernadette, die du eigentlich sowieso bist? Ja, das ist Und sehr wie geht's dir? angenehm. Angenehm, ja. Ja, sehr angenehm. Ja, spür mal so in dich hinein, ob du deine Veränderung bemerkst. Wie könntest du Ja, es fühlt beschreiben? sich irgendwie ein bisschen an, wie wenn so ein verlorener Anteil zurückkommen würde. Ah ja, dass so eine, ein, etwas in Ordnung kommt, was bisher nicht so geordnet Ja. in Ordnung war.
Und kannst du noch was wahrnehmen, so was sich da verändert? Also zum einen geht dieser Druck weg. Druck geht weg, sehr gut, die Last geht weg. Ja, und ich fühle mich einfach, also ich merke, es fühlt sich wieder ganz an, also wieder runder, Ja. ja, wie wenn man was Verlorenes wieder findet. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass es irgendwie ruhiger wird, friedlicher. Ja, das auch. Und es hängt ja halt damit zusammen, dass dieser ganze Stress durch diese Stressprogramme, der fällt jetzt weg. Ja. Und manche beschreiben das auch so als unaufgeregt und unspektakulär. Naja, ich finde es eigentlich spektakulär, wenn es jetzt so Ja, du angegeben bist ja ist. spektakulär. Sehr schön. Ja. Das ist alles relativ. Ja, wenn man vorher so Stress hatte, dann ist es spektakulär, wenn der Stress weg Wenn ist. du mal zur Ruhe gehst, ja. Ja, sehr schön. Schön, Benedikt, dass du da so ehrlich bist. Jetzt, das ist natürlich eigentlich dein Potenzial und damit, so die, das kennst du vielleicht auch schon so ansatzweise, hast du vielleicht schon mal erlebt. Aber es geht immer wieder verloren und jetzt wäre es wichtig, dass das nicht verloren geht und damit müsstest du unterscheiden zwischen dem, was heute zu Bernadette gehört und was gar nicht dazu gehört. Das betrifft alle die Elemente, die da auf der anderen Seite der Sichtblende stehen. Okay. Also nimmst du mal die Sichtblende weg und holst mal die ganzen Klötzchen so in Sichtweite. Musst du gar nicht so dicht holen, so ein bisschen auf Abstand links, links, für die ganze, ganz links. Stell sie ganz links hin und alle so zusammen, das ganze Konglomerat. Und jetzt geht es halt darum, dass wir jedes Element einzeln drauf abchecken, ob das hier und heute für dich noch maßgeblich ist. Und wenn es nicht maßgeblich ist, könntest du es symbolisch stoppen mit dem roten Klötzchen. Das erste Element, was wir in dieser Hinsicht überprüfen, das wäre der rote Würfel. Das war dein Trauma bei dieser Geburt. Und was denkst du, gehört es heute noch für deine Orientierung dazu? Nein. Dann könnte doch dein rotes Klötzchen symbolisch diesen roten Würfel stoppen mit einem kräftigen Stopp. Stopp. Ja, du hast die Kraft dazu, du hast das Recht dazu. Das ist ein gesunder Schutzreflex. Wenn das funktioniert, weißt du besser, wie du bist, wie du nicht bist. Und das kannst du gleich nochmal machen. Stopp. Stopp. Und du könntest es schon vorbeugen stoppen, dieses Trauma, bis dass es gar nicht erst in deinen Raum kommt. Du musst einfach schneller sein oder früher starten. Schau mal, ob das funktioniert. Stopp. Ja, genau, gleich nochmal. Stopp. Ja, das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, wenn sie ihr Territorium freimachen, um Beute machen zu können. Welches Raubtier fällt dir da ein? Ein Tiger. Dann schau mal, ob du, wie das mit einem Tigerschrei funktioniert. Ja. Ja, gleich nochmal. Wie geht's dir dabei? Das löst den Hustenkrampf aus, aber prinzipiell gut. Also, Bernadette, es ist so, du hast eine wunderbare Kraft. Ja. Es kann aber sein, dass du die Kraft selber gar nicht kennst und vor allen Dingen auch nicht so gerichtet einsetzen kannst, weil die blockiert ist. Diese Kraft hat nämlich eigentlich die Aufgabe zu erkennen, was mit deinem Wesen nicht vereinbar ist und das aus deinem Raum zu entfernen, damit du optimal Bernadette sein kannst. Wenn du jetzt durch dieses traumatische Erleben, da ohne dass du es kontrollieren kannst, Elemente in deinem Raum sind, die mit deinem Wesen gar nicht vereinbar sind, der kleine Noah, seine Probleme, deine Probleme, dann wird dadurch deine Kraft irgendwie blockiert. Dann fühlst du dich manchmal so gelähmt und ohnmächtig. Oder es kann sogar sein, dass die Kraft sich dann andere Wege sucht und dann richtet sich halt manchmal gegen sich selber und dann bricht man Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Ängste oder Krankheiten. Oder manchmal berichtet sich die Kraft auch gegen andere, dann wird man gegenüber anderen ungerecht und verletzend. Und das kennst du vielleicht auch. Ja. Und sobald jetzt diese Kraft wieder einsetzt, gerichtet für deine Interessen, um deinen Raum frei zu machen, dann passiert etwas ganz Wesentliches. Du hast die Erfahrung, du bist handlungsfähig. Und das ist einfach geil.
Ja? Wenn du vorher so ohnmächtig warst, bist du merkst auf einmal, es reagiert was, du kannst deine Kraft einsetzen, es bewegt sich was. Das löst Glückshormone aus. Und es kann sein, dass dir diese Glückshormone seit einiger Zeit fehlen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann schau nochmal, ob du diese Glückshormone spürst, wenn du nochmal mit einem Tigerschrei war das, gell? Tiger. Mit einem Tigerschrei dieses Trauma stoppst. Ja, gleich nochmal. Und wie geht's dir da? Ja, wird schon besser. Kannst du die Glückshormone spüren? Ja. Jetzt leg meinen Finger auf die vitale Bernadette. Das ist die Bernadette, die ja bis vorhin noch platt lag unter diesem Trauma. Und wenn die jetzt sieht, aha, man kann das stoppen und da gibt es sogar Glückshormone, wie geht es denn der vitalen Bernadette? Ja, ich glaube, die möchte das auch gern ausprobieren. Das wäre ja, das, darf sie das? Ja. Traust du ihr das zu? Klar. Dann darf sie mal zeigen, was sie kann. Okay. Ja. Super, wie geht's dir Ja, gut. da? Ja. Yeah. Manchmal kommt auch so eine Wut hoch. Spürst du auch so eine Wut? Nein, erstaunlicherweise gerade nicht. Mehr eine Kraft. Deine Kraft ist wunderbar. Und jetzt, wenn die Kleine hat ja am meisten darunter gelitten unter dieser Last. Und deswegen gönnen wir ihr den Triumph, dass sie es ist, die dieses Trauma mit einem ultimativen Tigerschrei vom Tisch haut. Okay. Ja, Moment, du hast ja noch festgehalten, musst du loslassen. Das ist ja kontraproduktiv, wenn du das noch festhältst. Yes, ja. Bernadette, was machst du da? Jetzt spür mal nach, wie fühlt sich das an, wenn die vitale Bernadette das so vom Tisch haut? Vitale fühlt sich das super an, ja. Ja, und es ist ja ein Teil von dir. Ja. Also das kommt ja dir zugute. Schon, hoffentlich. Also sehr schön, das war doch schon mal ein guter Anfang. Das nächste Element, was wir untersuchen, ist diese Tendenz zur Selbstverleugnung. Selbsterniedrigung, das war der grüne Würfel. Brauchst du das heute noch für deine Orientierung? Nein. Und wer darf das stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Die Grüne probiert's gleich. Also die hat jetzt gleich so viel Kraft bekommen durch durch diese erste Übung, dass sie sich jetzt alles zutraut. Schauen wir mal. Und es war ja für sie im Grunde wie so eine Zwangsjacke, die ihr da auferlegt wurde, dass sie ihre eigenen vitalen Bedürfnisse und Gefühle unterdrückte. Und es ist natürlich schön, wenn sie selber sich davon befreien kann. Und braucht sie dann nur Erlaubnis oder Unterstützung oder traut sich das selber zu? Das geht schon. Sie scheint ganz schön keck zu sein, die Kleine, ja? Also dann soll sie doch mal. Stopp! Ja. Wie geht's dir da? Ja, die ist, ja, jetzt kommt auch ein bisschen Wut hoch. Ja. Und dann kannst du sagen, ich habe die Schnauze voll, mir reicht's. Gar nichts. Ich hab die Nase voll. Es Ja. reicht. Stopp! Verpiss dich. Verpiss dich, schleich dich! Und wenn sie denkt, sie braucht es nie wieder für ihre Orientierung, kannst du es für immer vom Tisch haben. Okay. Wie geht's dir da? Gut. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Element, das ist dieses magisch-grandiose Überleben selbst. Das ist das rote, schlanke, hohe, rote Knötchen. Und das ist jetzt ganz wichtig, das haben wir ja gesehen, dass manchmal ist es tatsächlich fürs Überleben wichtig, dass man die eigenen Bedürfnisse und Gefühle, die eigene Vitalität unterdrückt, weil man dadurch vielleicht für andere hilfreich sein kann, gerade auch für so ein Baby, dass man für ein Baby sorgen kann, da muss man manchmal tatsächlich die eigenen vitalen Gefühle unterdrücken. Und das ist ja auch dann für einen selber und für das Baby ganz wichtig. Und das kann man ja auch würdigen. Das ist so ein Aspekt von diesem Selbst, diesem magisch-grandiosen Selbst, kann man sagen, ich achte es, dass du mir das Überleben ermöglicht hast. Ich achte es, dass du mir das Überleben ermöglicht hast. Es kann auch sein, dass in deinem späteren beruflichen Leben oder in deinem Leben als Mutter, dass
das dir geholfen hat, diese Tendenz, dass du dich gleich für Probleme zuständig fühlst, dass du vielleicht den Anspruch an dich hast, das immer perfekt zu lösen. Und das ist ja so, dass es auch von anderen manchmal sehr geschätzt wird, wenn jemand sich da so selbstlos für andere Themen einsetzt. Es wird dann auch ausgenutzt. Aber manchmal gibt es einem auch so einen guten Ruf oder so Anerkennung in der Familie, das kennst du vielleicht. Trotzdem ist es halt immer verbunden mit Erschöpfung und man wird dann manchmal auch ausgenutzt und ausgebeutet und auf die Dauer zahlt man drauf. Und das ist die Frage, ob du dich von diesem magisch grandiosen Selbst verabschieden kannst. Ja, ich denke, das wäre Es Zeit. ist halt immer wieder mit diesem Stress verbunden, mit dieser Überforderung. Du kannst immer das rote Klötzchen neben dieses magisch-grandiose Selbst stellen. Kannst immer spüren, wie das die Verbindung mit diesem magisch-grandiosen Selbst ist. Und wie fühlt sich das an? Zu gut, So zu gut gut. kennst du das, ja. Ja. Also da kommt halt gleich dieser Stress und diese Anspannung und so weiter. Jetzt stellst du Ja. mal neben dein wahres Selbst, neben das gelbe Klötzchen und schau mal, wie fühlt sich das an. Wenn du dich jetzt mit deinem wahren Selbst stattdessen ver... Nein, 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 rot und Ach gelb. so, ja. Das ist ja die Alternative. Das ist auf jeden Fall angenehm, ruhig. Ja. Also dann kannst du dich jetzt entscheiden, dass du dich verabschiedest von diesem magisch-grandiosen Selbst. Ja. Und es ist so, da steckt meistens sehr viel Kreativität und Intelligenz drin. Und das wäre natürlich schade, wenn das verloren geht. Und darum könntest du mal dieses magisch-grandiose Selbst erstmal auf den Tisch legen. Dann kann es ein bisschen gesund schrumpfen. Und dieses leicht aufgeblähte, was es so hatte, und dieses aufgeblasene, das kann es dann verlieren. Und dann wird es immer mehr zu so einer Hülle. Und es ist dann fast so wie der Kokon von einem Schmetterling. Und der Schmetterling hat sich da schon befreit, ist geschlüpft und dann liegt dann noch der Kokon. Die Reste von dieser alten Form, von dieser magisch-grandiosen Form. Und kannst du es so spüren, dass dann auch die Intelligenz und die Kreativität zu dir zurückkommt und dass da vor dir nur noch diese Hülle, nur noch dieser Kokon liegt. Ja. Und dann ist es manchmal auch viel leichter, sich davon zu verabschieden. Ja. Und wer darf das jetzt stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Ich mach mal mit Rot. Ja, und es darf ruhig liegen bleiben, denn es ist ja eigentlich, hat ja so seine Power eigentlich verloren, die brauchst du ja nicht mehr. Die Power kannst du jetzt anders verwenden. Okay. Stopp. Ja. Stopp. Ja. Stopp. Wie geht's dir dabei? Ja. ist spannend. Also es fühlt sich schon richtig an, das irgendwie wegzukicken, aber es ist so. Gar nicht so einfach. Ja. Ja. Ja, gibt es da irgendwas, was du ihm sagen möchtest, dass du dich irgendwie noch bedanken möchtest oder was noch achten möchtest? Ja, danke, dass du mir geholfen hast, die letzten Jahre zu überleben. Aber jetzt brauche ich dich eigentlich nicht mehr. Genau. Ja. Also das ist neu, dass also jedenfalls, dass ich so in dieser Art und Weise das berücksichtige. Der Philipp, der macht das schon länger. Wir haben uns darüber ausgetauscht und seitdem ich das auch so mache, merke ich, dass es sehr viel leichter geht und dass das für die Klienten auch sehr gut ist. Ja, jetzt kannst du mal das grüne Klötzchen schauen, wie ist es für das grüne Klötzchen, wenn es sieht, man kann auch dieses magisch-grandiose Selbst, was ja schon an Kraft verloren hat, kann man auch stoppen. Das ist angenehm, ja. Es hat einen Hauch einer Chance, glaube ich jetzt. Also das vitale Selbst, Moment, für das vitale Selbst ist ja diese magisch-grandiose eigentlich so die perfekte Spaßbremse. Ja, Immer absolut. nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Ja, so fühlt es sich auch Und an, ja. das vitale Selbst möchte natürlich Spaß haben. Ja. Und dann könnte sich dabei gleichzeitig von dieser Spaßbremse befreien. Ja. Ja, und hat Ja. vielleicht da auch, kommt da so eine Wut hoch? Ja, du Arschloch. Stopp! Ja. Bitte dich. Stopp! Ja.
Und das vitale kindliche Selbst denkt, es braucht nie wieder dieses magische Grandiose, er kann es für immer vom Tisch hauen. Spüren wir in dich hinein, wie fühlt sich das jetzt an? Sehr befreiend, sehr befreiend. Ja. Dann schauen wir jetzt noch zu dem Noah. Da ist ja auch dieser blaue Würfel, das ist so sein, die Schwierigkeiten, die er bei der Geburt hatte, dass er da so blau wurde. Nimmst das mal auf deine Handfläche und schau mal, ob dieses Thema, ob du das kennst, so als wärst du dafür zuständig, als hätte das was mit dir zu tun. Ja. Nun darf ich dich aufklären, dass du da gar nicht zuständig bist. Und da, wo man nicht zuständig ist, wenn man sich da engagiert, dann verliert man sehr viel Energie dabei. Wenn man dann erlebt, dass man dadurch gar nichts verändern kann, dann ist es sehr frustrierend und man verliert ein Stück Achtung für sich. Ja. Das kennst du vielleicht. Ja. Und dann spätestens dann kann man auch sehen, mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Manchmal könnte man denken, es hat was mit Liebe zu tun, dass ich mich da zuständig fühle für diese Probleme, aber mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Und auch spätestens dann können Sie sich fragen, warst du überhaupt zuständig für dieses Thema? Naja, jetzt aus mir rausgekommen, also irgendwie schon. Naja, aber du bist doch nicht für alles zuständig, du bist doch nicht der liebe Gott, ja, du hast ja nicht alles in Ja. der Hand, ja, sondern passieren immer Dinge, das ist so was Schicksalhaftes. Das ist ja magisch grandioses Denken, wenn du denkst, du bist für alles mit meinem verantwortlich, du musst alles im Griff haben. Alle möglichen Fehler, die dir passieren, sind dann deine Schuld. Na, das ist ja magisch grandios. Ja. Und wenn du da so ein bisschen gesund schrumpfst und mal deinen Verstand dazu fragst, bist du da wirklich zuständig? Der Verstand sagt nein. Dann könntest du das doch symbolisch dem Noah zurückgeben. Ich würde sagen, Noah, das gehört zu dir. Nur das gehört zu dir. Auch wenn ich damals daran beteiligt Wenn ich daran beteiligt war. war. Aber ich bin dafür gar nicht zuständig. Aber ich bin dafür nicht zuständig. Und für dich ist es halt eine Herausforderung. Für dich ist es eine Herausforderung. Und das Leben ist voller Herausforderungen, um daran wachsen zu können. Das Leben ist voller Herausforderungen, um daran wachsen zu können. Und ich traue dir zu, dass auch du daran gewachsen bist oder noch wächst. Und ich traue dir zu, dass auch du daran gewachsen bist oder noch wächst. Hat er heute noch Probleme deswegen? Nein. Dann kannst du sagen, ich sehe, dass du daran gewachsen bist. Ich sehe, dass du daran gewachsen bist. Das hat dich nicht zerbrochen, es hat dich stark gemacht. Und es hat mich nicht zerbrochen, es hat mich stark gemacht. Und das möchte ich dir auch nicht nehmen. Und das möchte ich dir auch nicht nehmen. Wie geht es dir, wenn du das zu Noah sagst? Ja, es ist gut, es fühlt sich trotzdem ein bisschen traurig an. Ja. Also eine Mutter möchte natürlich eine Bilderbuchgeburt für ihren Sohn, dass alles klappt, alles funktioniert, das ist doch ganz Natürlich. klar. Aber wir sind eben alle nur Menschen und sind unvollkommen und wir haben es nicht in der Hand. Und dann muss man das halt so nehmen, wie es ist, ohne es zu bewerten. Ohne sich selber abzuwerten, ohne das Schicksal zu beschuldigen oder die Ärzte zu beschuldigen. Manchmal denkt man, da muss ja irgendeinen Schuldigen geben, wenn sowas passiert. Aber es ist einfach was Schicksalhaftes und dann ist es gut, es einfach so anzunehmen. Okay. Geht das? Ja. Und jetzt legt man einen Finger auf den Noah. Wie geht es dem Noah, wenn der hört, dass seine Mama dieses Schicksal da bei seiner Geburt so jetzt bei ihm lässt? Ist eigentlich okay. Also der weiß eh, dass das zu ihm gehört. Ja, für den ist es gar kein Problem. Mama, das ist doch kein Problem. Das ist kein Problem, Wieso siehst du da ein Problem? nein.
Ja, Ja. gute Frage. Ja. Gute Frage. Warum siehst du immer Probleme? Ja. Ist doch alles okay. Und wie geht's dir jetzt so mit deinem Sohn? Es ist ja schön, wenn er irgendwie sein Selbst hat bei sich. Ja. Und ein bisschen ein Abstand zu mir, das ist eigentlich, so fühlt sich's richtiger an. Jetzt ist ja diese deine Selbstverbindung ist ja was Neues, ungewohnt und fühlt sich auch ein bisschen verboten an. Und jetzt machen wir, damit du da nicht rückfällig wirst in das alte Muster, machen wir die Gegenabkanzung. Okay. Funktioniert so, dass du jetzt in die rechte Hand nimmst du das rote Klötzchen und du stellst dir vor, du gehst so in die Imagination zurück, zu diesem Geburtstrauma und auch zu dem eigenen Geburtstrauma, da jetzt bei der Geburt von Noah, und dein wahrer Selbst stoppt dich kraftvoll und hör mal, was ich dir sage. Stoppt, das bist du nicht, das hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Es nagelt dich nur fest in der Vergangenheit. Und es ist hinter dich daran, mit deinem wahren Selbst verbunden zu sein. Kommt es an bei dir? Ja. Vielleicht noch einmal. Einmal noch. Ja. Stopp, das bist du nicht. Das fixiert dich auf dein altes Stressprogramm. Das ist mit deinem Wesen heute gar nicht vereinbar. Ja. Okay. Okay. Das nächste wäre die Tendenz zur Selbstverleugnung. Du gehst zurück zu deiner eigenen Tendenz, dich zu verleugnen, und da stoppt dich auch dein wahres Selbst und hör mal, was es sagt. Das bist du gar nicht, das raubt dir die Würde und die Kraft, das ist mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Ja. Auch das fixiert dich auf dein Stressprogramm. Kommt es an? Machen wir es nochmal? Ja. Das bist du nicht, es raubt dir die Würde und die Kraft, das fixiert dich auf dein Stressprogramm. Mit deinem Wesen ist es überhaupt nicht vereinbar. Ja, das stimmt. Okay. Dann gehst du mal zu diesem magisch-grandiosen Selbst. Auch da stoppt dich dein wahres Selbst. Auch das bist du nicht. Auch das raubt dir die Würde und die Kraft. Auch das fixiert dich auf dein altes Stressprogramm. Mit deinem Wesen ist es gar nicht vereinbar. Okay, ja. Als nächstes gehst du zu den blauen Würfeln. Das war das Problem von Noah, dass er bei der Geburt blau geworden ist. Auch da stoppt dich dein wahres Selbst. Das bist du nicht. Warum mischst du dich da überhaupt ein? Mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Das verführt dich nur zur Größenfantasie. Kommt das an? Ja. Und dann gehst du mal in Richtung Noah, so als wäre es deine Aufgabe, als wärst du da zuständig, dich da um das Rechte, da dich verantwortlich zu fühlen. Auch da stoppt dich dein wahres Selbst. Stopp, das bist du nicht, das geht dich nichts an, da hast du nichts verloren, da bist du überhaupt nicht zuständig. Okay. Wie fühlt sich das an? Ja, ich akzeptiere das. Ja, also eines Teils befreiend, aber es bleibt irgendwas unbefriedigt. Irgendwie ist es auch was Schmerzliches. Ja. Und jetzt kennst du das von dir, dass du dazu neigst, dir Gedanken zu machen über die Probleme eines anderen und dass du selber das für Liebe hältst. Ja. Wenn es der andere sagen würde, ach Bernadette, es geht dir doch überhaupt nichts an, halt dich doch da raus, wir können doch einfach Spaß haben zusammen. Kann es sein, dass du das gar nicht annehmen kannst? Im Gegenteil, du fühlst dich dann irgendwie abgelehnt, so als würde deine Liebe nicht wertgeschätzt. Das kränkt dich und dann ziehst du dich zurück. Ja, bei meinen Kindern ist das sicher so. Bei Kindern und auch bei anderen kann es sein. Und dadurch verpasst du dann so eine entspannte, gesunde Beziehung zu dem Kind. Ja. Und daran sehen wir, dass du in deiner Familie eine wesentliche Tigerqualität gar nicht lernen konntest. Tiger und Menschen können sehr gefährlich sein, sehr verletzend sein.
Deswegen lernen schon die kleinen Tigerkätzchen und hoffentlich auch die kleinen Menschen so ein Körpersignal, wo sie dem anderen signalisieren, kein Millimeter näher, sonst werde ich ganz, ganz böse. Bei den kleinen Kätzchen ist es so, die fauchen da. Bei den Babys, die machen das anders, aber das kennst du vielleicht auch. Und wenn du das jetzt in deiner Familie nicht lernst, und so bei einem kleinen Kätzchen wirkt es immer so putzig. Ja? Und man sieht natürlich genau, das kann sich ja nicht in Wirklichkeit wehren, aber das tut so ernst und so wichtig, aber es kann sich gar nicht wirklich wehren. Aber wenn der große Tiger sich so faucht, dann ist es gar nicht mehr putzig, dann ist es bedrohlich. Und der große Tiger hat ja mal klein angefangen. Wenn du jetzt als Kind das nicht lernen konntest, dieses Körpersignal, dann kann es sein, dass du heute dir das fremd ist. Und wenn andere so sich dir gegenüber so krass abgrenzen, dann irritiert dich das irgendwie. Das kennst du gar nicht. Dann fühlst du dich irgendwie verunsichert, gekränkt, verletzt. Und dann gehst du denen lieber aus dem Wege und dann fühlst du dich besser angezogen von Menschen, die sich nicht gut abgrenzen können, die dann meistens traumatisiert sind, bedürftig. Und das kennst du vielleicht. Ja, das kenne ich gut. An sich bist du stark, du bist eine Tigerin. Du könntest natürlich auch einen starken Partner haben, beruflich und privat. Du könntest auch einen starken Sohn haben, ja, starken Noah. Wenn du das noch nachholen könntest. Dein wahrer Selbst könnte so ein spezielles Programm mit dir durchführen. Wir nennen es das Programm Fit für die Tigerliga. Kennst du schon? Und stell dir nochmal vor, du gehst in bester Absicht in den Raum des anderen, um ihn zu verstehen, zu retten, zu heilen, und dann war er selbst stoppt dich kraftvoll. Hör mal, was dir sagt. Wir sind Tiger. Tiger retten sich selber. Nur wenn du das respektierst, nur wenn du den anderen so lässt, wie er ist, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Wie kommt es an bei dir? Ja, kommt an. Dann ergibt es ja ein völlig neues Bild. Da gibt es eigentlich gar keinen Grund, gekränkt zu sein. Denn das ist ja eigentlich wie ein Kontaktangebot. Der andere zeigt dir ja einfach, hör mal zu, ich bin Tiger, vertu dich nicht. Du selber bist auch Tigerin. Wir könnten eigentlich gemeinsam auf die Tigerparty gehen. Aber wenn du dich hier als Krankenschwester aufführst, habe ich überhaupt keinen Appetit auf dich. Nehme ich dich auch nicht mit auf die Tigerparty. Okay. Kommt es an? Ja. Und möglicherweise hast du schon so manches Angebot für die Tigerparty verpasst, weil du das irgendwie falsch verstanden hast. Das kann schon sein, ja. Dann machen wir es gleich nochmal. Dein wahrer Selbst stoppt dich wieder. Hey, ich weiß, dass ich dir das zumuten kann, weil ich weiß, dass du eine Tigerin bist. Aber du selber hast es vielleicht vergessen. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen zu einem Stubenkätzchen. Langsam wird es aber Zeit, dass du dich mal entscheidest, gehörst du jetzt in die Liga der Stubenkätzchen oder in die Liga der Tiger? Tigerliga. Na klar, das wusste ich doch. Und das nächste Mal, wenn dich jemand so krass abgrenzt, musst du gar nicht gekränkt sein. Erinnere dich dran, Tigerliga, das gehört dazu. Und dann wird dir auch klar, der andere, der ist ja auch ein Tiger. Der möchte gar nicht, dass du ihn schonst oder heilst oder so, sondern der. Je mehr du ihm deine Power zeigst, deine Tigerpower, umso mehr kriegt er Spaß an dir und möchte mit dir zusammen auf die Tigerparty. Kommt es an bei dir? Ja, tickert langsam. Also, wenn ich das Training bekomme, sozusagen die Tiger-App, da hast du freien Zugang zur Tigerliga und zur Tigerparty. Bisher hattest du möglicherweise mehr die Trauma-App, da hast du auch gratis Zugang, aber ausschließlich zu Menschen, die traumatisiert sind. Und Tigerparty, Fehlanzeige, da gibt es nur Traumaparty, aber dafür dann jeden Tag. Also ich glaube, du bist jetzt informiert. Ja. Du kannst nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Nein. Kennst du das Thema Erschöpfung, Burnout? Ja. Also, das hängt mit deinem Selbstwertproblem zusammen. Kennst du es von dir, dass du dazu neigst, ungefragt in fremden Räumen dich nützlich zu Ja, immer noch. machen? Kennst du es, dass du manchmal denkst, du musst 120% liefern, wenn eigentlich nur 100% ausgemacht? Ja. Beide Male verlierst du Energie. Es gibt keinen Ausgleich und damit kommst du zwangsläufig immer mehr ins Defizit, energetisch und vielleicht auch finanziell.
Nur du kannst da was ändern, indem du lernst, die Grenzen deiner Zuständigkeit selber wahrzunehmen und zu respektieren. Warum ist das wichtig? Die anderen, die zeigen dir die Grenzen nicht. Die einen, die traumatisiert sind, die können das gar nicht. Sie sind bedürftig ohne Ende. Das kennst du. Die anderen finden das viel besser, wenn du gratis lieferst. Am besten 200%. Die nützen dich tapfer aus. Es ist vielleicht nicht fair, aber es ist ja nicht verboten. Und irgendwie bietest du das ja auch indirekt so ein bisschen an. Noch da könnte jetzt dein wahres Selbst dich ganz sanft antippen an der Schulter und dich so fragen, stopp es mal ganz zart, Bernadette, bist du dir ganz sicher, dass du da 120% liefern Nein, musst? habe ich mich wahrscheinlich vertan. Ja. Genau. Und dann kannst du nochmal versuchen, die Verbindung zu spüren mit deinem wahren Selbst, mit dieser Bernadette, die ihre Würde, ihren Wert in sich selber hat, sodass sie gar nicht angewiesen ist auf die Anerkennung durch andere. Und wie fühlt sich das an? Auf jeden Fall ruhiger. Ja. Und wenn du jetzt so mit deinem wahren Selbst verbunden bist, dann könnte dir bewusst werden, immer dann, wenn du ungefragt in fremde Räume gehst, immer dann, wenn du ungefragt 120% liefern möchtest, verlierst du dadurch die Verbindung mit deinem wahren Selbst. Und wenn du erst jetzt die Verbindung verloren hast, dann kommst du ja wie in so eine Falle. Dann musst du ja in andere Räume gehen, um vielleicht von anderen die Anerkennung zu bekommen, die du dir selber gar nicht geben kannst. Aber dann fühlst du dich vielleicht so eingespannt für fremde Interessen wie ein Sklave zu einem kargen Lohn oder vielleicht sogar Gratis. Das kennst du vielleicht. Und natürlich hast auch du die Option, frei zu sein. Je mehr du verbunden bist mit deinem wahren Selbst, umso weniger hast du auch das geringste Bedürfnis, ungefragt in fremde Räume zu gehen, ungefragt 120% zu liefern. Kannst du das nachvollziehen? Jetzt gibt es noch eine Herausforderung. Es könnte sein, dass da plötzlich jemand vor dir auftaucht und sagt, ich möchte gerne 120% gratis und zwar sofort. Ja. Und der will dich vielleicht testen oder so. Ja. Und dann kennt es vielleicht von dir, dass es dir nicht immer leicht fällt, Nein zu sagen. Es geht schon besser. Also, das ist ja gut, dass es schon besser geht. Ich zeige dir nochmal so einen Trick, wie du da ganz entspannt Nein sagen kannst. Du lehnst dich einfach zurück und verschränkst deine Arme. Dann spürst du mal, wie du innerlich Verbindung aufnimmst mit deinem wahren Selbst. Dann kannst du fast ein bisschen mitleidig auf den anderen schauen, der da sowas von dir möchte, und kannst ihm sagen, bei mir geht da gar nichts mehr. Bei mir geht da gar nichts. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich ausbeuten zu. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich ausbeuten zu lassen. Wie fühlt sich das an? Ja, gut, mir fallen ein paar Leute ein, denen ich das mal sage. Und es ist ja so, wie du es dann sagst, ist ja nochmal deine Sache. Aber es geht um diese innere Haltung. Ja. Und dann bleibst du ganz gelassen und dann bekommt nämlich der andere den schwarzen Peter. Der muss sich dann fragen, wie komme ich darauf dazu, von dir zu erwarten, dass du dich ausbeuten lässt von mir. Ja, und wenn du so verbunden bist mit deinem wahren Selbst, dann könntest du doch nochmal einen Blick werfen auf diese kleine, vitale Bernadette. Wie geht's? Die hatte ja in ihrer Familie möglicherweise nicht das Gefühl, dass sie ganz okay ist, so wie sie nicht. Nicht wirklich. Und meistens übernimmt man ja die Sichtweise dieser Familie. Jetzt kannst du symbolisch mal die Sichtweise dieser Familie ablegen. Und schaust mal mit deinen eigenen Augen auf diese kleine, vitale Bernadette, gibt es an dir was auszusetzen? Nein, gar nichts. Da könntest du ihr doch sagen, du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und gerade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun.
nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Spüren wir nach, ist es für die kleine Bernadette, wenn sie das von dir heute. Ja, gut. Freut sich. Ja. Wie war es denn, wie die kleine Bernadette auf die Welt kam? Konnte ihr denn beide sich freuen über sie oder gab es da schon Einschränkungen? Oh ja, sie konnten sich schon freuen. Das klingt so ein bisschen, unsere ganze Ja, Band. die Geburt war auch ein bisschen Oh. lustig. Lustig, was heißt Ja. lustig? Na, sie haben mich wieder zurückgeschoben, weil ich zu schnell gekommen bin. Ja. Ja, das ist für die Kleine vielleicht gar nicht so. Es gibt ja nicht das Gefühl, dass sie willkommen ist. Na, nicht wirklich, nein. Ja. Also, wenn es der geringste Zweifel gibt, dass du da so eine bedingungslose Begrüßung erlebt hast, könntest du selber das nachholen. Wir wissen nämlich, dass es für ein gesundes Selbstwertgefühl wichtig ist, so eine Begrüßung. Und wir wissen auch, dass man selber das nachholen kann. Und du könntest sozusagen der kleinen Bernadette das noch zukommen lassen, was sie damals möglicherweise gar nicht erlebt hat. Was hältst du davon? Ja, klingt gut. Dann könntest du ja zu der kleinen Bernadette sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und es ist schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Gleichzeitig so stark und unangepasst wie eine Tigerin. Und gleichzeitig so stark und unangepasst wie eine Tigerin. Und so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und schon eine ganz spezielle. Und schon eine ganz spezielle. Wie kommt es an bei der kleinen Bernadette? Ja, die freut sich. Nun hat die kleine Bernadette einiges erlebt. Weiß nicht, haben wir bei dir nochmal nach dem Zwilling geschaut? Er Und? war einer da. Okay. Also dann kannst du der kleinen Bernadette sagen, danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du nicht schon mit dem Zwilling gestorben bist. Danke, dass du nicht schon mit dem Zwilling gestorben bist. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass diesem Gefühlswirrwarr dein Verstand nicht ganz verloren hat. Und danke, dass du in diesem Gefühlswirrwarr deinen Verstand nicht ganz verloren hast. Das war alles andere als selbstverständlich. Das war alles andere als selbstverständlich. Wie geht es der kleinen Bernadette, wenn sie das hört? Ja, sie fühlt sich ein bisschen anerkannt. Genau. Dann könntest du der kleinen Bernadette sagen, trotz allem Schmerzlichen und Verwirrenden haben wir beide das doch nochmal ganz gut hinbekommen. Trotz all dem Schmerzlichen und Verwirrenden haben wir zwei das doch ganz gut hinbekommen. Wir beide, wir sind ein starkes Team. Wir beide sind ein starkes Team. Kommt es an bei der kleinen Bernadette? Ja. Nun, damals konntest du die kleine Bernadette nicht schützen. Heute ist es ganz anders und da könntest du sagen, heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du ausgenutzt wirst. Und dass du ausgenutzt wirst. Dass du durch Schuldgefühle manipuliert wirst. Dass du durch Schuldgefühle manipuliert wirst. Das alles ist vorbei. Das alles ist vorbei. Wie kommt es an bei der kleinen Bernadette? Ja, das kommt gut an. Und an dieser Stelle hat jetzt die kleine Bernadette für dich eine Botschaft. Die kleine Bernadette möchte nämlich sagen, ich habe das damals alles überlebt, ich habe keinen Schaden davon getragen. Es ist mir ganz wichtig, dass du das heute weißt. Wie kommt es Okay. an bei dir? Ja. Ja. Also, was ich dir damit sagen möchte, verliere nicht deine Energie mit Mitleid, das brauche ich nicht. Ich brauche auch keine Schuldgefühle. Ich bin bereit für die Tigerparty, jetzt hängt es nur noch von dir ab und bitte keine Ausreden mehr. Okay. Kommt es an bei dir? Ja, kommt gut an. Und kann es sein, dass die bedürftige Seite von Bernadette auch heute manchmal zu kurz kommt? Das kennst Ja. du. Du hast ja zwei Kinder, unter anderem den Noah, und manchmal möchte man ja einem eigenen Kind das ersparen, was die kleine Bernadette erlebt hat. Und dann kommt es schon mal vor, dass man vielleicht die eigenen Kinder ein bisschen verwöhnt.
Und gleichzeitig sitzt dann die kleine Bernadette auf der Kellertreppe bei Trockenbrot und Wasser. Ich dramatisiere so ein bisschen, aber du verstehst, was ich Ja. Also, das ist natürlich nicht so fair gegenüber der kleinen Bernadette. Jetzt hast du ja einen Partner. Manchmal denkt man, naja, der starke Partner, der könnte doch eigentlich sich auch ein bisschen um diese bedürftige Seite von Bernadette kümmern. Du lachst, das kennst du. Aber es geht halt leider meistens schief und dann kann es sein, dass man vielleicht sogar ärgerlich wird und Vorwürfe hat und enttäuscht ist vom Partner. Kennst du auch. Also, unter uns gesagt, ist es denn fair, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine Bernadette? Nein, vermutlich nicht. Eben. Der Partner ist ja im besten Fall interessiert an der Tiger Bernadette. Für die Kleine ist er überhaupt nicht zuständig. Kann er nicht. Hat er nicht gelernt. Was aber jetzt die kleine Bernadette angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte die erstmal Eltern, die sie gar nicht richtig wahrgenommen. Du selber nimmst sie ja auch nicht mehr richtig wahr. Und dann überlässt es sie einem Partner, der möglicherweise traumatisiert ist und der für sie überhaupt nicht zuständig ist. Ja, geht's noch? Was hast du die ganzen Jahrzehnte der kleinen Bernadette zugemutet? Wen bräuchte diese kleine Bernadette eigentlich ganz dringend? Ja, mich wahrscheinlich oder ziemlich sicher mich. Ja, und jetzt vor allen Dingen, wo du mit deinem wahren Selbst verbunden bist, könntest du ja mit einer ganz anderen Überzeugung zu der kleinen Bernadette sagen: Für dich bin nur noch ich zuständig. Für dich bin nur noch ich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Noch vor meinen Kindern. Noch vor meinen Kindern. Ist das für dich, wenn du das sagst? Ja, zum ersten Mal auch glaubwürdig. Noch vor meinen Kindern. Also, das ist systemisch kann man das ganz leicht erklären. Dein Problem mit deinen Eltern war ja, dass die sich wahrscheinlich nicht um ihr inneres Kind kümmern konnten. Und es ist dann zwangsläufig so, dass ein Kind, das du dann Verantwortung übernimmst für die Eltern, und das ist immer eine Überforderung und das prägt dann dein ganzes Leben. Und das kannst du deinen Kindern ersparen. Diese Verwirrung kannst du deinen Kindern ersparen. Das heißt, je mehr du dich um diese kleine Bernadette kümmerst, umso besser geht es deinen Kindern. Ja. Und außerdem lernen die dabei noch, wie man mit dem inneren Kind umgeht. Das stimmt. So, und dann kannst du zu klein Bernadette sagen, und ich überlasse dich auch nie wieder diesem netten Herrn an meiner Seite. Ich überlasse dich auch nie wieder diesen netten Herrn an meiner Seite. Ist das für die kleine Bernadette? Ja, es ist gut, das zu hören. Tut gut, das zu hören. Also, nichts gegen Max, aber das ist einfach nicht zuständig. Ja. Und jetzt, wie ich die kleine Bernadette einschätze, die war ja gleich sehr fix dabei, sehr, sehr, sehr kraftvoll. Die möchte nach meiner Einschätzung unbedingt was anstellen. Zwar nicht zu knapp. Geht das überhaupt bei dir oder geht es bei dir eher so kontrolliert und leistungsbezogen? Nein, es geht schon ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann. Also, das Solange sie kein Auto klaut, ist okay. ja, also ich denke, die Kleine würde sich freuen, wenn du ihr ein konkretes Angebot machen könntest. Okay. Das würde zum neuen Programm gehören. Also nicht mehr Stressprogramm, sondern neues Programm. Du kannst der Kleinen sagen, bei mir darfst du gerne etwas anstellen. Bei Bei mir mir darfst darfst du heute noch was anstellen. du gerne heute noch was anstellen. Ich persönlich stichmiere für dich. Und ich persönlich stichmiere für dich. Ich möchte endlich wieder echten Spaß haben mit dir. Ich möchte endlich wieder echten Spaß haben mit dir. Kommt es an bei der kleinen Bernadette? Ja, gut. Und damit die kleine Bernadette es glaubt, denn sie hat möglicherweise schon ein paar Mal solche Versprechungen von dir gehört, ja, ist vielleicht schon ein bisschen skeptisch. Nimm sie mal an dein Herz, das grüne Glätzchen nimmst du buchstäblich an dein Herz und schau mal, wie fühlt sich das an, wenn die kleine Bernadette endlich bei dir einen sicheren Platz bekommt. Da wird sie wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Sie wird wertgeschätzt, wie sie ist. Sie wird beschützt und sie darf sogar ihren Spaß.
Das ist Sie schön ist für die Kleine. endlich zu Hause. Ja. Sie ist willkommen. Und sie darf sogar ihren Spaß. Ja. Wie geht es der kleinen Bernadette? Ja, gut. Und wie geht es der großen Bernadette? Ach gut. Das ist ja überhaupt das Geheimnis. Ja? Wir sehen in allen Fällen, dass alle Probleme sich lösen, sobald es dem kindlichen Selbst gut geht. Warum? Ganz einfach. Alle Probleme entstehen dadurch, dass du die kleine Bernadette aus den Augen verlierst, dich für andere einsetzt, deine Energie verlierst, keinen richtigen Erfolg hast, frustriert bist, erschöpft und dann hast du keine Kraft mehr für dich. Und damit kann jetzt Schluss sein. Nimmst einfach rotes und gelbes Klötzchen noch zu dir an dein Herz. Schau mal, wie fühlt sich, wenn du das an, wenn du alle drei Elemente bei dir hast. Gut. Ja, voll. Sehr rund. Schaust du mal rüber zu dem Noah. Wie geht's dir jetzt mit Noah? Ja, entstresster. Also ich fühle mich da nicht mehr so, wie soll man sagen, so reingezogen. Genau. Jetzt stellst du mal die drei Klötzchen dem Noah gegenüber. Noah hat natürlich auch sein Selbst. Und dann legt man den Finger auf Noah, wie geht es dem Noah, wenn er sieht, dass seine Mama jetzt so bei sich ist und dass auch der kleinen Bernadette jetzt gut geht bei der Mama. Wie ist das für den Noah? Ja, ist für den irgendwie auch entlastender. Ja. Ich denke, so kann man das lassen. Ja. Dann beende ich mal die Aufzeichnung.